Hi, ich bin Christoph und ihr seid auf dem Videokanal der Brettspielbox. Es ist Freitagmorgens, Zeit für News. Hier sind sie. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ja, auch an diesem Freitag gibt es News. Wir haben nicht mehr so lange Zeit, bis die Spiel anfängt, aber in der letzten Woche in eigener Sache gab es eine neue Reihe, die ich mit dem Flo gestartet habe, 7 Fragen an. Ich habe Flo bei mir interviewt, wurde netterweise von Flo auf seinem Kanal interviewt und wir werden daraus wahrscheinlich in den nächsten Wochen und Monaten eine Reihe basteln, wo wir zum einen uns selber nochmal zu bestimmten Themen halt fragen werden, aber eben halt auch andere Leute vor die Kamera holen und die dann mit unseren Fragen löchern. Bisher hatten wir so den Eindruck, dass das Format ganz gut angekommen ist. Dann gibt es natürlich die Vorschauen. Die erste ist gestartet, jetzt mit den Erweiterungen. Am Wochenende kommt die Zwei-Personen-Vorschau und dann noch Familie, Kenner etc. Und natürlich geht es auf dem Blog auch sehr, sehr intensiv weiter mit den Vorschauen zu den einzelnen Verlagen. Ein paar Wochen haben wir ja noch, da sollte doch das Vorstellen von verschiedensten Verlagen euch noch auf dem Weg zur Spiel nach Essen begleiten. Wir haben in den Niederlanden für den Nederlandse Spellenpreis die Nominierung hier eingeblendet, pack auch einen Link mit in die Shownotes. Der Preis selber wird dann im Oktober vergeben werden. Dann feiert Asmodee derzeit 15 Jahre sein Spiel Dixit, was mit vielen, vielen Erweiterungen ja schon auf vielen Brettspieltischen zu Hause ist. Und eine weitere Meldung gibt es von Asmodee. Thomas Kügler ist dort zum neuen CEO ernannt worden und er tritt die Nachfolge von Stefan Garville an, der 12 Jahre die Geschicke von Asmodee gelenkt und geleitet hat. Unter anderem eben halt auch so erfolgreich gewesen ist, dass über mehrere Verkäufe Asmodee bei der Embracer Group vor ein paar Jahren gelandet ist und dann wohl im April 25, also nächstes Jahr, dann ausgegründet wird und selbstständig am Aktienmarkt dann agieren wird. Thomas Kögler selber ist seit 2015 bei Asmodee und rückt jetzt weiter auf und Steve Garville wird in den Beirat der Embracer Group aufrücken. Digital gibt es auch was Neues. Bei Board Game Arena ist Trios online. Das könnt ihr schon mal ausprobieren. Das wird ja bei Lookout dann im Herbst erscheinen, also in wenigen Wochen. Und Dwon, das abstrakte Spiel aus der GIPF-Reihe, ist ebenfalls jetzt in der Board Game Arena spielbar. Am kommenden Wochenende, also jetzt Samstag und Sonntag, ist Stadtland spielt. In über 300 verschiedenen Orten sind viele freiwillige Helfer unterwegs, um euch dann bestimmte Spiele zu erklären. Es gibt sehr, sehr viele Spielepakete, die Verlage eben halt zur Verfügung stellen. Und wo ihr dann dementsprechend in den verschiedenen Locations diese Sachen auch ausprobieren könnt. Dann noch ein Hinweis auf Beeple. Wie auch in den vergangenen Jahren werden wir wieder ein Messeradio bereitstellen. Aktuell nehmen wir verschiedenste Sendungen auf, die dann dementsprechend vor der Messe, ich glaube, das geht am Ende der nächsten Woche los, dann eben halt auf eure Ohren gespielt werden. Das sind Interviews mit verschiedenen Verlagen zu den Neuheiten, aber eben halt auch verschiedene andere Formate, die euch das Warten auf die Spiel so ein bisschen versüßen sollen. Crowdfunding, Kickstarter, March of the Ends ist nach 2015 wieder zurück, also wird nächstes Jahr dann ja 10 Jahre alt. Das ganze Material wurde deutlich überarbeitet, Artwork, aber eben halt auch die Spielkomponenten, die Spielregeln wurden überarbeitet und wer Lust hat, da reinzuschauen, kann eben halt auf Kickstarter unterwegs sein. Genauso wie Wayfarer's Tale
Hier haben wir ein Abenteuerspiel, wo wir auf verschiedenen Landkarten unterwegs sein müssen. Das Ganze wird über Karten und Würfel dann gesteuert. Ist sehr, sehr gut aufgemacht. Genauso wie auch das Spiel Pantheon. Ein Engine Builder und Area Control mit griechischem Thema. Es wird dazu auch deutsche Regeln zum Download geben. Also nicht gedruckt, aber zum Download, sodass ihr das Ganze dann auch auf Deutsch verfolgen könnt. Nichtsdestotrotz sind einige Kartentexte dann in Englisch gehalten. Ja, durch die Decke schon mal heute gegangen, vielmehr gestern gegangen, ist Puerto Rico, das jetzt in einer Deluxe-Version von Awakened Realms und Alea zusammen herausgebracht wird, nach The Castle of Burgundy. Nun das zweite Spiel mit ganz viel Material, tollen Gebäuden. Also es sieht super schick aus. Ich bin mal gespannt, auf welcher Stufe ich dort einsteigen werde. Also ich werde mit Sicherheit dabei sein. Muss mich aber noch entscheiden, wie viel Geld ich dann da jetzt locker machen möchte. Ja, und wer Norseman auf Gamefound verpasst hat in der Spieleschmiede, findet aktuell noch eine weitere Finanzierungsrunde für das Wikinger-Spiel statt. Ich habe das ganze Jahr spielen können, schon ausprobieren können. Wer da Interesse hat, mal in mein Video, Regelvideo hineinzuschauen, Link packe ich mit in die Shownotes. Ja, das war so das Thema Crowdfunding, zumindest die Projekte, die ich spannend und interessant fand. Und jetzt geht's noch in den Ticker. Was erwartet uns so Neues? Es ist relativ ruhig. Natürlich bereiten sich viele Verlage jetzt auf die Spiel vor und kündigen jetzt gar nicht mehr so dramatisch viel Neues für die Jahre 2025 etc. an. Aber einige Sachen sind mir dann doch untergekommen, so wie auch Refuge von Bombix. Ein Spiel, wo wir ja einen Waldspaziergang zusammenstellen und bauen müssen. Das Ganze eben halt mit Plättchen. Asmodee und Cool Mini or Not haben mit Nova Era ein Zivilisationsspiel angekündigt, was über drei Epochen laufen wird. Das Spiel wird Anfang 2025 erwartet werden. Wer aber schon neugierig ist, wird auf das Spiel definitiv die Möglichkeit haben, einen Prototyp dort schon auszuprobieren. Eternium ist die Neuheit, eine kleine Kartenspielneuheit von Ornament Games. Ich muss mal schauen, ob ich das noch vor der Messe hinkriege, darüber zu berichten. Also spielen werde ich mit Sicherheit. Mal gucken, ob ich da auch schon Eindrücke eben halt kundtun darf. Auf der BerlinCon wurde mir das Spiel erklärt. Sehr, sehr interessant. Wir müssen durch ein Portal oder verschiedene Portale reisen. Und je nachdem, was wir uns an Ausrüstung zum Reisen durchs Portal schaffen, dauert die Reise etwas länger oder etwas weniger lang. Das Ganze ist die erste Lokalisierung, die beim kleinen Kölner Verlag durchgeführt wird. Ice and Idols ist von Inside Up Games ein Spiel, wo wir ein Pick-up-and-Delivery-Game haben und uns durch verschiedene Eisschichten, Tempelruinen etc. durchgraben müssen. Wird demnächst wohl auch, glaube ich, auf Kickstarter finanziert werden. Parish ist von Borderia ein Spiel, was wir Koop erledigen. Wir müssen ernten, verschiedene Haustiere und Nutztiere dementsprechend füttern. Und das Ganze gibt es in zwei verschiedenen Modi. Einmal ein relativ einfacher Modus und dann einen fortgeschrittenen Modus, je nachdem, wie tief ich dann eben halt in das Spiel eintauchen will oder meine persönlichen Voraussetzungen schon da sind. Obscurious ist die Funtail Games Neuheit, neben natürlich Blood to the Clock Tower. Ich glaube, es heißt To, ich vergesse mal To oder On the Clock Tower, ich meine To the Clock Tower. Was bei Funtails und Hucht gemeinsam herauskommen wird, ein Deduktions-Bluff-Spiel und wird die zweite Neuheit dann auch zum Herbst hin sein. Restart erhält mit Sand und Cables die erste Erweiterung. Das hat Tetotum Games bekannt gegeben und wird dann auch, ich glaube, nächstes Jahr erscheinen. Und ich hatte ja von Similo gesprochen, dass wir hier von Horrible Guild in Essen zwei Kartenspiele dort sehen werden. Einmal Jurassic Park, aber eben halt auch die Sonderedition zur Spiel 2024. Und es wird noch eine dritte Fassung geben, nämlich Horrible Guild wird 10 Jahre alt.
Und hat hierzu eben halt verschiedene Brettspiele, die sie selbst ja entwickelt haben, dann auch in einem Similo-Kartenspiel vereint. Das Ganze aber als limitierte Version, also ich denke mal, das wird es nicht lang geben, wahrscheinlich dann eben halt nur zu essen und über die paar Tage und Wochen drumherum. Rebel Princess, gerade erst erschienen, wird mit Verborgene Kräfte eine kleine Erweiterung bekommen. Neue Karten, die eben halt zusätzlichen Spielspaß dann ins Spiel bringen werden, hat Wonderbows angekündigt. Genauso wie auch NSV mit Sheridice, ein kleines Karten- bzw. Würfel, nicht Karten, sondern ein kleines Würfelspiel in klassischem Format von NSV angekündigt hat. Da soll aber auch in den nächsten Jahren deutlich mehr wieder erscheinen. Mit Christian Hildebrand ist ja da ein Redakteur jetzt unterwegs, der dort auch für Nachschub sorgen wird. Ja, und Agent Avenue ist von Nerdlab ein Zwei-Personen-Spiel, was angekündigt worden ist, wo wir als Agenten uns gegenseitig belauern, Karten ausspielen müssen und über eine Art Set-Collection dann eben halt auf einem Pfad möglichst schnell nach vorne kommen, um eben halt den anderen Agenten dann in dem eigenen Spielzug zu überholen. Der hat natürlich was dagegen. Das Ganze basiert auf einem, nicht I cut you choose, weil es werden zwei Karten in die Auslage gelegt. Die eine ist offen, die andere ist verdeckt. Ich muss mich für eine entscheiden und dann in mein Set einbauen und dadurch kann ich entweder schneller nach vorne gehen oder je nachdem wann und wie ich geblufft worden bin, halt verliere auch Schritte auf meiner Leiste. Ja, und last but not least, Lorcana hat mit Azurblaues Meer die nächste Erweiterung angekündigt am 15.11. oder 27.11., je nachdem, also 15.11. sind die Special Stores, dann 14 Tage später geht es dann auch in den regulären Handel, gibt es neue Karten, neue Booster Packs, neue Kombos, die ihr dort erwerben könnt, also für jeden Lorcana-Fan ist dann sicherlich das eine oder andere wieder dabei. Und so wie ich verstanden habe, wird die Reihe ja auch über die nächsten Jahre noch sehr intensiv fortgesetzt werden. Das waren die News. Ich bin jetzt auf dem Weg zum Kosmos Presse-Event, freue mich dort, die Neuheiten vor Ort spielen zu können, werde sicherlich auch darüber wieder berichten. Jürgen und ich haben auf jeden Fall eine Brettspielbar-Sonderfolge da vor und ja, da könnt ihr euch drauf freuen. Die werden wir sicherlich auf der Rückfahrt dann aufnehmen. Bis dahin ein wunderschönes Wochenende. Wie gesagt, Sonntag kommt dann die nächste Vorschau hier. Und ja, genießt es, spielt schön und wer noch nicht dabei ist, abonniert gerne den Kanal. Macht's gut, bis dann. Tschüss, euer Christoph.